Willkommen zurück. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Folge 48 von Let's Play, der Pate 2. Und ja, wir hatten uns ja in den letzten beiden Folgen abgemüht, das Anwesen der Granados einzunehmen und die restlichen zwei Geschäfte vom Erwachsenenunterhaltungs Kartell. Und ja, wir haben es letztendlich dann doch noch geschafft, dass wir haben das Granados Anwesen erobert und auch noch die beiden Geschäfte vom Erwachsenenkartell. Das dritte, beziehungsweise, sorry, das vierte hatten wir ja bereits schon in Kuba erobert. Damit sind unsere Wachen jetzt ja ein Drittel günstiger, also statt 100 Dollar kosten sie nur noch 65 Dollar. Und jetzt möchte ich noch ein Kartell erobern, und zwar seht ihr das, das sind die Geschäfte mit den roten Kreisen, auch wieder vier. Und zwar ist das das Waffenschmuggelkartell. Und wenn man das besitzt, dann hat man größere Magazine, was auch sehr sinnvoll ist, denn wir werden nachher, also möglichst zeitnah, dann gegen die Almeidas auf Kuba in die Schlacht ziehen. Jetzt habe ich mich aber zu einem Wechsel in der Strategie entschlossen, und zwar werde ich jetzt wie folgt vorgehen. Ich werde eigentlich jeweils immer nur, ja, einfach einmal ein Geschäft angreifen und dann, also angreifen lassen durch meine Männer und dann beim Geschäft vorbeischauen, selber alle Wachen umlegen und dann das Geschäft wieder verlassen und dann übernehmen meine Leute das nämlich, dann muss ich den Ladenbesitzer nämlich nicht erpressen. Ich meine, na gut, ich könnte den Ladenbesitzer ja schon erpressen und so, aber es hat immer die Gefahr, dass ich ihn aus Versehen töte und dann alles nochmal machen muss. Oder ja, oder dass man ihn ja zu sehr bedrängt, und deshalb mache ich das mal so. Mal schauen, ob es funktioniert. Viel Spaß. Gesamteinkünfte, ja. Na gut, wir haben überall das Maximum an Wachen. Das werden wir auch nicht ewig so weiter behalten. Und jetzt muss ich mal schauen, wo überall noch gekämpft wird. Die sind eigentlich alle verfügbar. Ich muss jetzt mal auf der Karte schauen, wo überall gekämpft wird. In Kuba? Nein, in Kuba ist alles ruhig. In New York? In New York ist auch alles ruhig. Und in Florida? Da gibt es Probleme. Foreplay. Und sonst? Ich glaube, da schicke ich einfach nur den. Nein, nein, mache ich nicht. Nein, ich schicke den. Und den. Genau, weil die anderen Männer werden nämlich weitermachen. Und zwar, wo sind wir jetzt überhaupt? Ah, hier. Wir werden nämlich noch ein Syndikat übernehmen, und zwar das Waffensyndikat hier. So. Gute Arbeit mit diesem Monopol. Mädchen, du bist der Hammer. Schnell schauen, wieder nach oben. Oh nein, von oben kamen wir ja. Wir werden angegriffen. Sie wollen ihr Revier zurück. Ja, das ist mir eigentlich wurscht, was die wollen. Denn wenn wir das Waffenkartell übernehmen, das sind vier Geschäfte hier in Miami, dann haben wir nachher günstigere Waffen. Also günstigere Wachen haben wir jetzt, oder? Dank dem Erwachsenenindustriekartell. Und jetzt, wenn wir das Waffenkartell übernehmen, haben wir auch noch günstigere Waffen. Und das, nicht günstigere Waffen, aber mehr Kapazität von den Waffen. Also mehr Munition. Und dann würde ich sagen, wäre es mal Zeit, wieder nach Kuba zu gehen und dort mal ein bisschen für Ruhe zu sorgen. Also das heißt, die letzten Buttonmans ausschalten. So.
Wir machen im Prinzip hier nur Folgendes. Wir werden einfach die Typen erledigen, die da Ärger machen. Jag es hoch. Soll ich den Laden hochjagen? Hier kann ich zeigen, was ich kann. Hallo? Komm, schnack los, mal. Los, knack das Ding. Na, wen haben wir denn da? Runter! Wir sind immer noch nicht allein. Los, komm wieder zu dir. Na los! Die Botschaft müsste ankommen. Ah, das Coole, er hat sich zuerst um unseren Mann gekümmert und dann weiter mit dem Safe gemacht. Das ist sehr, sehr gut, dass du das hast du das gemacht. So, wir sind alle erledigt. Zum nächsten Geschäft. Und keine Bewegung, verdammt! Mitkommen! Und das nächste Geschäft, Ah, die sind jetzt immer noch da... Irgendwo am Verteidigen, oder? Sehe ich das richtig? Bei 4Play Pictures. Wo war 4Play Pictures nochmal? Hier, oder? Ja. Okay, aber das sollten die eigentlich dann demnächst mal hinkriegen. Ja, was mache ich jetzt? Ja, ich werde jetzt, glaube ich, irgendwie mal abhauen von der Polizei und irgendwo meine Waffen irgendwie aufrüsten, würde ich mal sagen, oder? Speichern wäre auch mal nicht mal so ganz eine schlechte Idee. Wo ist eigentlich mein Mann? Also nicht mein Mann, sondern mein... Nein, nicht auch nicht mein Typ, sondern der Typ, also von meinem Team. Wo ist der? Hey, ich baue ein Auto. Das gehört jetzt mir. Zur Strafe, weil du mich angefahren hast, nehme ich jetzt dein Auto. So, wo ist denn unser Versteck? Ist es hier in der Nähe irgendwo oder muss ich da weiß ich wie weit fahren? Ah nein, geht ja eigentlich noch. Die Cops kommen auf Hausbesuch. Wir sind zu weit draußen. Die Cops kommen nicht bis hierher. Ah, das ist gut. Muss ich, ihre Männer haben von Ort übernommen, Basso Oil Fill, okay, haben die übernommen. Dann würde ich mal sagen, hier sieht es auch gut aus, dann würde ich sagen, übernehmt als nächstes diesen Ort hier. Ist zum Scheitern verurteilt, aber gut, da mache ich mir jetzt eigentlich keine Sorgen, weil ich werde ja sowieso dort vorbeistrahlen mit meinem lieben Billy und dann werden wir dort die restlichen Typen noch aufmischen. So. Obwohl, jetzt bin ich falsch gefahren. Oh, sorry. Wo ist überhaupt das Geschäft? Bin ich dort in der Nähe? Das ist direkt hier, hä? Okay, komm, weißt du was, dann wenn wir dort Basso Oil Fill ist unbewacht, das ist natürlich nicht gut. So. Ist auch wieder so eine Tankstelle. Tankstellen werden dafür Waffengeschäfte benutzt. Ich hab keine Lust. Wer macht hier sauber, wenn sie tot sind? Nicht schießen! Steck das Ding weg, Mann. That's what she said. Ah. Knack ihn. Kinderspiel, Dominic. Ich mach den Safe für dich auf. Ein Stift noch. Das war's.
Okay, Foreplay Pictures sind auch weg. Das heißt, wir können jetzt auch noch ein weiteres Waffengeschäft. Ich würde nämlich sagen, das hier. Ihr seht, das geht so relativ schnell. Wir alles kurz und klein. Wir müssen nur. So. Hier hat es noch mehr Jungs. Wo sind denn die? Irgendwie müssen wir hier rein. Ah, mit einer Bombe. Deponier dort eine Bombe. Dafür hätte ich was. Okay, sag Bescheid, wenn jemand. Keine Ahnung, wo die restlichen Jungs sind. Okay, gut, und das mit den Waffen, da haben wir gerade ein bisschen Lager gefunden. Der ist es nicht wert, dass man für ihn ein Loch gräbt. Hier hat es recht viele Wachen, wir müssen die alle ausschalten. Okay, da muss ich hinten durch, hä? So, hier. Zwischen die Augen. Warte. Hoffentlich rächt sich das nicht irgendwann. Die Almeida sind auch wieder. Und wie sieht's hier aus? Ich möchte eigentlich wissen, wie es hier aussieht. Immer noch drei. Wo sind denn die Wichser? Wo sind die denn? Sie gehen auf unsere Geschäfte los. Ah, wahrscheinlich oben auf dem Dach. Okay. Wo ich aber irgendwie... Ah, doch, hier. Ah, ist ne... So. Die vier schalten wir noch aus. Dann gehen wir zum nächsten Geschäft. Stecken sich irgendwo... Genau zwischen die Augen. Nö, hier ist nur der Besitzer. Ah, hier. Zwei. Okay. Null. Gut. Jetzt zum nächsten Geschäft. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil die Almeidas greifen auch schon wieder irgendwo an. Nee, es ist nonstop hier was los. Immer was los. Wieder die Suche nach dem Ausgang, wo das Loch in der Wand ist. So, hier. Santa Maria. Santa Maria. Santa Maria. So. Hier müssen wir nach dem Rechten schauen. Mal schauen, wie wir überhaupt dorthin kommen. Und dann haben wir, glaube ich, noch ein Geschäft von diesen Waffendingen und dann haben wir größere Magazine und das ist ja wohl ganz, ganz geil. Ich glaube, ich werde mir das dann auch noch holen und dann mal in meinen Versteck fahren, speichern, die Aufnahme beenden, mein Magazin so richtig aufpeppen und dann mal schauen. Hä? Ah, komm. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss!